Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Far Cry 4. Ja, dann, einmal das Plakat abreißen, würde ich mal sagen, das Poster hier. Flupp und weg. Ging ja schnell, ne? Na komm, steig ein. Oh, 2 bis zur nächsten Belohnung. Schön. Ja, nee, ich hau ab. Ich verpiesel mich. Ah ja. Nein, danke. Haben wir schon mal gemacht, das reicht. Ah ja. Sind wir doch tatsächlich beim Feind drüber hinweggeflogen? Schneller, schneller, schneller und raus. Bitte nicht zu nah bei mir an den Dings ran. Ich hab gesagt, nicht zu nah ran. Okay, er scheint noch. Wow. Ich hab gesagt, nicht ins Ohr schießen. Beim letzten Mal. Oder vorletzten Mal? Keine Ahnung. Ich hab irgendwann mal ein Part, wo ich das gesagt hab. Oh, schön. Der große böse Wolf geht nicht nur auf mich. Man muss die halt einfach ein bisschen erziehen, ne? Ich muss denen zeigen, wer hier der Boss ist. Naja. Ich hoffe, mein Dings steht da noch. Heile. Nein! Nein, ich würde auch einfach nur hier, ne? Da? Was ist denn das? Ja, eigentlich außen sein, ne? Oh, da oben. Hey, Pukai, ich komme mit. Oh, der ist schon tot, ne? Warte. Weg, schnell. Schnell. Schnell habe ich gesagt. Gut, dass das geht. Alter, wie die mich hier einfach treffen können, obwohl ich 50.000 Meter in der Höhe bin. Ich könnte das nicht, wenn die abgehoben sind. Spiel würde nein sagen. So, gut, da ist noch ein Poster. Direkt hier vorne. Wie schnell die auch sind, ne? Beschäftigt euch mit den... Wow, mit den Wölfen. Nicht mit mir. So. Ah, ja, hier. Hier ist gleich ein Dings, ne? In der Richtung. 200 Meter. Na gut. Im schlimmsten Fall verlieren wir unseren Gyrokopter. Ah, ja. Ah, gut. Können wir eh gerade nicht ein... Eindingsen. Einlösen. Okay. Der hat einen Dingsalarm. War da nicht auch einer? Ah ja. Das war klar. Da ist auch noch einer. Wechseln wir mal die Position.
Verraten mich die Fixer auch noch, ey. Blöden Köter. Bleib bloß da hinten. Kommt ihr jetzt noch hinterher? Ich würde mich ja gerne auf das andere konzentrieren, aber ich habe keine Lust, von dem angegriffen zu werden. Ach, der steht jetzt hier auf der Dings. Ich wollte gerade sagen, steht der da nicht mehr? Doch. Müsste hier irgendwie hochkommen, ne? Ja, da über die Dings. Ach, wieso sind da zwei? Wieso pinkelt der da runter, die alte Sau? Macht er doch, oder? Ah, nee, doch nicht. Sorry. Ich dachte, der pisst da runter. Hat gerade so ausgesehen. Für 2 Sekunden, als wenn er da so runterpinkeln würde. Die ausknipseln sehen es die anderen, ne? Schwierig. Wieso müssen da oben auch 2 sein? Ich hoffe, der Wolf ist hier nicht mehr. Oh, scheint weg zu sein. Muss das mal warten, bis das weg ist? Okay. Interessiert anscheinend keinen. Au. Kann man ja gleich mitnehmen, ne? Okay. Mhm. 2 Stück, ich weiß auch schon, wo die sind. Nee. Hier ist keiner. Da drüben ist auch noch einer. Und hier ist einer. Ich glaube, den dicken kriege ich damit nicht weg, ne? Okay. Hier ist niemand. Nö. Keiner hier. Lass mich mal richtig gut hardcore schleichen. Ganz leise. Ich hab leise gesagt. Schnauze. Stöße ich hier nicht hoch? Oh, toll. Moin. Da natürlich rumstehen, ne? Komm,
Hoch mit dir. Leise. Ist mal durch hier. Oh. Guck da noch in so Richtung. Wo ist ein anderer Alarm? Ja. Hier ist doch irgendwo noch ein Alarm. Hey, wo ist denn der Alarm? Der ist hier, aber wo? Ja, ja, ich weiß. Hier, wie hoch? Niemand wird je deine Leiche finden. Wo bist du denn? Hä? Wo hat er denn jetzt den Alarm ausgelöst? Getötet, als du dir vorstellen kannst. Wie ist er da hochgekommen? Ernsthaft? Ich hab den hier überall... gesucht! Wir kommen von Süden! Wo hat er denn jetzt den Alarm ausgelöst? Ich hab den überall gesucht! Ernsthaft! Der soll hier sein, aber wo? Was für ein Scheiß ist denn das? Ich hätte es ohne Alarm hingekriegt. Au. Spatzen auf Dings schießen, ne? Ey! Wer schießt denn hier Dings? Wer hat denn da jetzt das Dauerfeuer gehabt? Nicht mal ich konnte das. Dankeschön. Was ist das denn jetzt auf einmal? Lief alles so hoch gerade und jetzt auf einmal, ne? Alter, die hat so eine blöde scheiß Wix-Dings auf der Dings. Ist er noch da? Ich mach das Ding mal ganz kaputt. Bevor mich das noch mehr nervt. So. Gott sei Dank. Zwar nicht, wie ich das haben wollte, aber wenigstens etwas. Eieieiei. Mein lieber Gesangsverein. Wo war denn der letzte? Ich habe den echt nicht gefunden. Also ich war, ne, auf der Karte ja, aber das Ding nicht. Keine Ahnung. Wo soll denn das gewesen sein? Das war ja nicht unten und auch nicht links. Wahrscheinlich da oben, aber irgendwie gesehen habe ich es nicht und hoch kam ich auch nicht. Ganz weird. Ganz, ganz, ganz weird. Apropos. Das ist noch so ein blödes Propagandaposter. So, jetzt gucken wir gleich mal. Alter Schwede. Ich hätte es eigentlich schaffen müssen. Wo ist dieses blöde Teil? Ach doch, da oben. Aber wie wären wir da hochgekommen? Komm damit klar. Ich hab doch alles probiert. Ach hier! Blöde Scheiße, ey. Eine unserer aller
schwierigsten Inszenierungen. Das nächste Mal mache ich das mit einem Dings hier, mit einem Ferndings, hier, Scharfschützengewehr. Ah, hier wäre eine Treppe gewesen. Was für ein Scheiß. Lauter, ich kann nichts hören. Eine Leiter, meine ich. Was für ein Scheiß, ey. Hab ich echt nicht... In der Hektik, in dem Stress habe ich das echt nicht mitbekommen. Sorry. Das lief so gut. Und dann auf einmal so schlecht, ey. Warte mal, ich wollte ja gucken, ob mein Dings noch da ist, ne? Er ist noch da! Zurück! Zurück zum Gyrokopter. Moin! Mach das! Kann ich nur appreciaten. Schreib ein Gedicht. Kommt immer gut an. Oh, schon wieder. Ich höre ihn schon. Ja. Nee, bleib mal weg. Bitte. Ich nehme das nochmal mit. Hin und wieder mal. Schadet nicht. So. Hatte ich das nicht markiert? Ach ja, stimmt. Hab ich ja demarkiert, um dann hier hat der gerade eine Ziege mitgenommen, der Adler? Alter, was sind das für krasse Viecher? Ernsthaft? Ich kann nicht mal eine Ziege mitschleppen. In meinem Gyrokopter. Und der macht das einfach mal eben so. Okay. Will er mir zeigen, wer der Boss ist? Ja, eher nicht. So. Einmal hier landen. Komm, einfach hier mal den Poster abreißen. Und dann drehen wir einmal, nö. Komm, dreh mal. Nehme ich auch nochmal mit. Schadet ja nicht. Wo ist denn das andere? Ach da. Aber ja, ein bisschen Geld mitnehmen, ne? So. Da ist noch ein Brief. Machen wir das mal als nächstes. Entschuldigung. Nee. Das muss ich eigentlich noch machen, damit wir hier neue Dings bekommen. Da war doch noch was. Bombenentschärfung. Das ist die Mission. Und hier einmal Arena, ne? Was war denn das eigentlich für ein Dings? Eine Fähigkeit. Ach, Granaten-Takedown, ja. Ja. Das war Wirkungsdauer. Von Dingen, die wir eh nicht benutzen. Nice. Na, wir haben zwar die Spritzen, aber... Macht ja nichts. So, warte. Einmal hier landen, bitte. Au. Dankeschön. Okay, von Robert, Juni 1820. Lass sie Tag und Nacht suchen. Der Mann, den sie kannten, ist nicht mehr. Du sollst wissen, dass ich all das nicht um meiner selbst willen tue oder dem Guru zuliebe oder für das Kind, das du meinen Sohn nennst. Meine Taten dienen einem höheren Zweck. Es geht um das Gleichgewicht. Shangri-La ist kein weit entfernter Ort, sondern er existiert in uns, in mir und in dir. Sobald ich den Rakshasa besiegt habe, werde ich diese Erkenntnis über diesen vertrackten Globus verbreiten. Dann erst wirst du verstehen, was Shangri-La für die gesamte Menschheit bedeutet. Guru Kapir sagt, es sei an der Zeit, mich dem Rakshasa zu stellen, um meine Erleuchtung zu empfangen. Alles loszulassen, was mich bisher zurückgehalten hat. Ich werde zu der Felsnadel reisen, die manche das Nest des Tigers nennen. Dies ist mein letzter Brief. Ein wahrer Krieger, der Kyrati, darf seine Zeit nicht mit solch müßigen Dingen vergeuden. Ich habe für diesen Moment trainiert und du hast davon geträumt. Du lenkst mich nicht länger ab. Der Beschützer-Tiger ist nun die einzige Familie, die ich brauche. Ich wünsche dir nichts als Frieden. Ich wünsche, dass unser Kind seine eigene Wahrheit findet und sich seinen Titel verdient. Das sage ich Kalinak, der Bewahrer dieses Namens, der letzte seiner Linie. Ja. Na, Robert. Übertreibst du da nicht mal ein bisschen? Naja, wenn er meint. Ich sag dazu nichts. Muss er wissen. Ne? Ich meine, wir sind ja auch nicht besser. Guck uns an, was wir hier machen.
Oh, warte mal. Da fiel mir doch was ins Auge. Schnell vor die Hunde kommen. Und weg. Ja, ja, ja. Ihr kriegt mich nicht. Ihr bekommt mich nie. Okay. Das reicht mir. Den Ort haben wir auch noch nicht entdeckt, ne? Machen wir das mal als nächstes. Nö. Ah ja, das war ja das hier, ne? Na, was? Warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Alter, warum qualmst du so? Du hast ja durchgeschmort. Nein, zum Reparieren wollte ich. Stand doch gerade was mit Reparieren. Warte, so. Eieiei. Also brauche ich doch kein Teil mitnehmen. Ich bin immer noch verwirrt über dieses Spiel. Ich muss einfach nur irgendwo an dem Wagen oder an dem Fahrzeug oder sonst wie stehen. Und dann irgendwie reparieren. Ah ja. Dann holt er schon sein Werkzeug raus. Das klang falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Ich höre dich. Kann natürlich auch draußen sein. Oh, warte mal, hier liegt wieder ein Brief. Bitte um Hilfe. Mir wurde gesagt, dass Sie mir einen ständigen Nachschub an Tierteilen gewährleisten können. Von Tieren, die ansonsten als gefährdet gelten. Ich brauche das folgende. Knochen, Augen und Penisse von Tigern. Schildkröten, Bauchpanzer. Alter, du Schwein! Schwarzbärgalle sowie Geweihe und Penisse von Hirschen. Ich kann Höchstpreise bezahlen in Dollar, Yuan, Rupien oder welche Währung Sie auch immer bevorzugen. Sobald wir uns persönlich treffen, können wir über den Preis reden. Alter, was für ein Schwein. Du widerst mich an. Beweise dich, er hat deinen Namen ausgesprochen. Ich habe eine Maske angefertigt. Sie passt dir perfekt. Die Ziege. Oh, warte mal, da ist noch ein grünes Kraut. Ich gehe da gleich wieder hin. Wahrscheinlich ist das da oben, ne? Oder? Ist das hier irgendwo? Hier drinnen nicht, ne? Diese blöde Maske. Ich höre sie die ganze Zeit, aber irgendwie... sehe ich sie noch nicht. Da war sie. Geschickt versteckt. Ich sollte sie nicht finden, aber ich habe sie trotzdem gefunden. Dann gehen wir mal hier hin. Bevor wir da nochmal gleich eine Festung machen. So ein Dings frei machen, ne? So ein Schnellreiseziel. Hm.
Ach komm. Ich hatte doch gar nicht die Zeit, den zu retten. Schmeiß doch nicht immer deine Waffe weg. Tut mir ja leid, aber ne, wie schnell soll ich landen? Und ich bin nicht in der Lage, also motorisch nicht in der Lage, zu schießen und gleichzeitig zu fliegen. Sorry, ich muss landen und dann kann ich erst was machen. Tut mir echt leid, aber ich bin auch mit einer anderen Intention hierher gekommen, ne? So. Gehen wir nochmal hier hin. Das ist der nächste Ort. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Oh, war doch nicht so hoch. Ach, spinnt er wieder rum. Na, wir können hier vorne landen, ne? Vor der Höhle. Warte, ich lande hier. Bitte hier stehen bleiben. Bleib einfach stehen. Dankeschön. Ich werde mal erstmal hoch. Komme ich da hin? Ach da! Ich wollte gerade sagen, er muss ja irgendwie hier, ne? Hui! Fehlschlag, ich bin gescheitert. Ich hatte nie das geringste Problem, Militärangehörige zu töten. Soldaten, Rebellen, es ist ihre Entscheidung. Die kennen das Risiko. Und ich war immer stolz darauf, die Zivilisten zu schützen. Aber nun ist eine Frau gestorben, weil ich eine Bombe nicht rechtzeitig entschärft habe. Wie soll ich damit leben? Wie kann ich weitermachen, wenn ich weiß, dass ich für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich bin? Irgendjemandes Tochter. Nun, ich kann es nicht. Narayan. Ah ja. Na denn? Nimm das mal mit, ne? Da. Hui. Nochmal zurück. Und nochmal vor. Auch wenn es gerade nicht so funktioniert hat, weil wir voll gegen die Wand geschlagen sind im Rücken, aber gut. So. Ja, das nächste ist das hier, ne? Was ist, wenn ich hier irgendwo lande? Ich kann das ja trotzdem mal kurz markieren. Können wir ja schon mal in die Richtung. So, bleib hier stehen. Au. Au, 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 au. Na gut, dann bleib da liegen. Hauptsache, du bleibst. Nee, danke. Ich hab was anderes zu erledigen. Ist mir nur ein Scharfschütze. Ja, ich will eigentlich nur... Wenn er gleich nochmal rauskommt, nehmen wir ihn mal mit. Nö. Oh. Ich habe nicht gedacht, dass sie das mitbekommen. Ja, ja. Oh, da sind auch noch mehr. War gut, dass ich hier oben bin, ne? Gebiet gesichert.
Nehmt den Finger nicht vom Abzug! Ich gehe vor! Suche abbrechen, aber bleibt wachsam! Ja, okay. Schwärmt aus und findet die Quelle! Ist angekommen! Findet den Mist! Decke hoch! Oh. Findet raus, wer das war, und bringt ihn zu mir. Wegen fängt der Pavian ab. Verschwindet jetzt mal Zeichen. Ihn zählt auf uns. Wir müssen ihn finden. Ich wollte gerade sagen. Verschwende meine Zeit nicht, du Bauch. Toll. Naja, wenn es eh schon jetzt los ist, ne? Sind in 30 Sekunden da. Wenn es jetzt schon mal so spät ist. Warte. Ich geh noch rein. Wir kommen von Westen. Okay. Keine Lust, dass sie hier irgendwie, ne? Das benutzen. Oh! Wir kommen von Norden! Kannst du mich mal bitte heilen? Okay, ist weg. Da oben! Kannst du mal bitte klettern? Warte. Nee. Ach komm, ernsthaft? Oh, warte. Niemand, den ich hier gerne im 101 hätte. War nicht so toll. Oh! Ist ja auch so einer. Sind ja nur so Arschgeigen. Ach komm. Er will nicht schießen. Geh mal rein. Geh vernünftig rein, meine Fresse. Hä? Krieg mit der Schrotflinte weg. Dich nicht. Aber so. Oh, warte mal. Ja.
Könntest du mal bitte sterben? Wir flankieren den Feind! Komm mal, Wächter! Hä, was war denn das denn jetzt? Alter Schwede, was ist denn hier jetzt los? Warte, nee, da ist noch einer. Okay. Zwei Stück noch mindestens. Einer noch. Mindestens. Oh, das ist so einer. Nein! Lauf doch mal! Und weil er hier die blöden Messer ausgerüstet hat. Ich hatte doch die Dings ausgerüstet die ganze Zeit. Ja. Geht doch. Heieieiei. Hat jetzt so ein bisschen länger gedauert, ne? Ich meine, ist nicht so schlimm, aber... waren doch ein paar Leute zu viel. So, warte mal, hier war noch irgendwo ein Poster. Ah ja, hier. Gehen wir gleich nochmal rein. Ja, ja, komm. Ah, da hinten ist auch noch eins. Bist du hier, um mich zu retten? Nein. Ich bin hier wegen dem Schrank. Dankeschön. Mach ich ausnahmsweise. Ja. Bleib du mal hier drin. Befreien. Ja, dann später. Muss erstmal wieder gucken, wo mein Dings ist. Und den nicht verlieren. Da ist er. Bevor mein Gyrokopter wieder weg ist, wenn ich die Mission annehme. Nö. Wollen wir ja nicht. Ach komm. Hinstellen. Nein! Ist doch schon einmal hochgedingst. Ja, nein. Bleib da. Genau. Dankeschön. Okay. Erstmal rein. Kann ich immer noch gucken. Ich bleib mal so nah dran. Hier haben wir noch ein paar Sachen, ne? Da haben wir nur das wieder. Ich nehme mal die... oder? Ja doch, hier sind noch Fragezeichen, die können wir noch mitnehmen. Machen wir mal eben, ne? Sind ja nur 1000 Meter. Kriegen wir hin. Dann muss ich immer mal diese Bombenentschärfung machen. Vielleicht nochmal in der Arena von Nur. Nochmal, ne? Ein bisschen mitmischen. Obwohl ich da eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Mal gucken. Nö. Schauen wir mal. Wenn ich ganz lustig drauf bin. Einfach nur, um es dann die Fähigkeiten auf 100% zu haben. Nö. Auch wenn wir es nicht verwenden. Aber jetzt machen wir erstmal das. Eins nach dem anderen. Na? Dankeschön. Vielleicht probier es nochmal bei dem anderen. Fragezeichen. Indem ich nochmal rüberfliege. Okay.
Ah ja, dankeschön. Was soll das eigentlich für ein Fragezeichen sein, dass ich so nah dran bin und trotzdem irgendwie da immer noch ein Fragezeichen ist? Ich flieg trotzdem noch mal kurz hin. Mal ganz kurz. Die paar Minuten haben wir noch. Nö. Ich will zumindest schauen, ob es diesmal mit dem Gyrokopter klappt. Nee, will nicht. Wir sind drüber geflogen, aber irgendwie... Das andere hat ja auch eben geklappt. Ich verstehe es aber nicht. Naja, machen wir erstmal hier rechts quasi einmal das große Ding hier und dann machen wir weiter. Ja, ne? Dann würde ich nämlich sagen, ist hier mit dem Brief, das ist das nächste. Ja, aber das wenigstens so ein bisschen eingegliedert, dass wir da irgendwie, ne, so ein bisschen die Bereiche abstecken, die wir gerade machen. Ne? Dann passt das. Darf ich da hoch oder ist das wieder verboten? Warte, hier parken wir. Au! Nein! So, das sieht aus, als wenn das Ding hier stehen bleiben würde. Ja, gut. So, hier ist auch nochmal ein Brief. Der Brief? Ach, hier. Muss ja dann von ihr sein, weil er wollte ja nicht mehr so viele Briefe schreiben, ne? Es sei denn, das ist noch ein vorheriger Brief. Ah, ja, von Charlotte. Robert, ich wünschte, der Gedanke an einen bevorstehenden Tod würde dir etwas bedeuten. Ich habe einen weiteren Brief von deinem Colonel erhalten. Ein Suchtrupp wurde ausgesandt, nicht um dich zu retten und nach Hause zu bringen, sondern wegen deines Verrats und der Informationen über die Gurkha-Truppe, über die du verfügst. Ich habe ihm geantwortet und tat mein Bestes, um ihn von dir in deinem Wahnsinn zu überzeugen. Davon, dass du krank bist und nur unter schwerer Beeinflussung desertiert bist. Doch ich fürchte, mein Brief wird zu spät eintreffen. Sag mir, Robert, wie willst du diese Zeichnungen verfolgen, wenn du mit einer Kugel im Kopf irgendwo mitten in den Kyrat liegst? Ich erkenne, dass es dir inzwischen egal ist, aber Thomas ist gesund und wächst schnell. Swaddle war seit der Geburt eine große Hilfe und Thomas grunzt jedes Mal vor Freude, wenn er ihn sieht. Morgen werde ich mit unserem Priester sprechen, um zu sehen, was noch getan werden kann, um deine Seele zu retten. Danach habe ich alle meine Ressourcen verbraucht, um dich nach Hause zu holen. Charlotte. Das Charlottchen, hä? Naja, man kann sie aber auch verstehen. Ne, der sollte einfach nur hier seine Arbeit machen und nach Hause kommen zu seiner Frau und seinem Kind und dann geht er hier so auf so eine Harakiri-Mission, hä? Die absolut wahnsinnig klingt. Um nebenbei nur, ne? Warte, hier ist noch. Hier ist noch grünes Kraut. Zum Mitnehmen. Und einspritzen. Oh, fliegendes Gras. Ich hab's auch gesehen. Ah, da unten. Einmal schwebendes Gras. Da, guck. Schwebt. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier wieder hochkomme. Ja, komm, nehmen wir den intelligenteren Weg, ne? Das ist ja auch nochmal grünes Kraut, wenn ich da rankomme. Dass nicht wieder irgendwo unten ist. Warte, nee, hier vorne. Was? Ah, hier. Mitten im Gebüsch. Aha, okay.
Nochmal kurz den markieren. Da vorne. Ich gehe ja außen rum, bevor ich wieder runterrutsche. So. Okay. Das wäre dann der nächste Punkt, ja? Aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye.